Hallo liebe Imkerfreunde, heute gibt es nur einen kleinen Gruß von den Bienenbeuten. Ich muss eigentlich ganz dringend wieder meine Abnehmvideos machen. Aber wie ihr hört, ich bin leider krank und bin da im Augenblick etwas angeschlagen. Aber nichtsdestotrotz gehe ich natürlich bei so einem Wetter wie heute einmal an die Bienen. Und da ist die Tage halt etwas passiert, was nicht so schön war. Und zwar ist mir von einer Beute durch den Wind, den wir hier hatten, der Deckel weggeflogen. Das habe ich allerdings erst 2-3 Tage später gemerkt. Und dann war das Volk nur noch, sag ich mal, zusammengeknüllt auf einen, sag mal, auf 2 Handteller große Flächen. Ich habe sie sofort zugemacht, in Ruhe gelassen. Und jetzt komme ich hier an die beiden Beuten meiner Problemvölkerchen. Die Videos habt ihr ja schon gesehen. Ich sehe eigentlich was mich sehr begeistert, was mich freut. Wir gucken heute mal nur vor die Fluglöcher und schauen mal, was bei den beiden Problemvölkchen vorm Flugloch passiert. Das ist das Volk, wo der Deckel abgerissen ist. Stand so 2-3 Tage, stand es im Kalten, ohne Deckel. Das war natürlich echt blöd. Und schaut mal jetzt an, wir haben so 12-13 Grad Außentemperatur und wir haben einen wirklich regen Flugbetrieb. Vielleicht könnt ihr das auch sehen, die Bienen, die zurückkommen, tragen ordentlich dicke Pollenhöschen. Es ist ein Rein und Raus, ein Hin und Her. Ich stehe jetzt hier direkt vom Flugloch, sowohl mit der Kamera als auch ich selber. Und die Bienen machen überhaupt gar keine Anstalten, hier irgendwen vertreiben zu wollen. Also ganz ruhig, ganz entspannt das Ganze. Für mich ist das erstmal ein ganz beruhigendes Bild. Ich gehe mit der Kamera noch mal ein bisschen dichter dran, so an die Seite. Und jetzt schauen wir einfach noch mal kurz zu, was die Bienen dort machen. Ihr seht, ein Rein und Raus, ein Hin und Her. Das heißt für mich, dem Bienenvolk geht es noch gut. Es sind genügend Bienen da, damit das Ganze weitergehen kann. Es ist jetzt die Frage, ob die Königin den Schaden überlebt hat. Das können wir heute noch nicht sehen. Das Einzige, was ich abschätzen kann, weil die Bienen hier an dieser Beute sehr, sehr ruhig sind, dass es der Königin gut geht. Mit anderen Worten, wir haben noch mal Glück gehabt. Jetzt gehen wir mal zur anderen Beute, nämlich zu meinem Problemvolk. Hier ist der Deckel drauf geblieben, also nichts passiert. Aber was wir hier sehen können, es herrscht auch jetzt bei dem Wetter ein leichter Flugbetrieb. Entschuldigung für das Schnoddern. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr wenig. Gerade eben war ein bisschen mehr. Jetzt, wo die Kamera steht, jetzt trauen die sich wohl nicht. Da ist mal eine. Da unten kommt noch eine. Noch eine fällt da raus. Also auch hier, es ist ein leichter Flugbetrieb da. Ups, noch eine. Aber die Bienen, die zurückkommen, haben so gut wie keine Pollenhöschen. Jetzt würde ich erstmal sagen, okay, ich werde vor der Beute nicht attackiert. Die Kamera wird nicht attackiert. Könnte alles gut sein. Vielleicht ist die Königin tatsächlich noch vorhanden. Wir schauen mal ganz kurz hier nur mal oben in die Beute rein. Da ich hier so eine Klarsichtfolie drauf habe, nehmt euch mal hoch. Das Summen der Bienen hier ist ein bisschen höher von der Frequenz her als drüben bei dem anderen Volk. Und jetzt machen wir mal den Deckel hoch. Ich habe da diesen Klarfix hier drunter. Schaut mal. Bisschen Licht drauf.
Ja, also sind immer noch Bienen da. Die scheinen verhältnismäßig ruhig zu sein. Allerdings die Bienen, die hier sind, schaut euch das hier an, diese hier, die hier am Rand sind, die sind ein bisschen aufgeregter. Ich würde jetzt von der Fluglochbeobachtung behaupten, dass die Königin, ne, schön Stein wieder drauf, wieder drüben auch. Ich würde jetzt von der reinen Fluglochbeobachtung sagen, dass das Volk hier, da, das da, hier jetzt, da, nee, da, 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 dass das Volk okay ist und dass das Volk hier, das da, wo ist mein Finger, das da, unter Umständen eine Königin hat, die ein kleines Problemchen hat. Die Königin ist eine 2016er Königin, es kann also keine alte Königin sein. Die Beuten reiße ich heute nicht weiter auf, ganz bewusst. Wir wollen die Bienen jetzt ein bisschen in Ruhe lassen. Am Wochenende, wenn das Wetter dann nochmal wieder so sein sollte, dann gucken wir wieder in die Beuten. Aber dann wollen wir uns auch langsam mal die anderen Bienenvölker anschauen. In dem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt noch einen Tee trinken oder eine heiße Milch mit Honig. Bis dann, tschüss.